Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler. Ich musste es lernen im Laufe der Jahre, dass Menschen das echt von mir erwarten, dass wenn irgendwas schlimm aussieht oder sehr krank ist, ich dann schimpfe. Das hört sich für mich vollkommen absurd an. Und darum ist eben auch die Angst, oft Informationen zu bekommen, weil bestimmt guckt der, sagt, was alles kaputt ist und schimpft dann mit mir. Das ist so eine vollkommen archaische Sicht, wie mal der Zahnarzt in einem alten Grimm-Märchen vielleicht dargestellt wird. Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Und wie finden wir Ärzte eigentlich unsere Patienten so? Wie kann es gelingen, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören! Bei mir sitzt Dr. Elio Adler, ein Zahnarzt, für mich ein ganz besonderer Mensch, nämlich zufällig auch mein Ehemann. Du hast verschiedene Schwerpunkte in deiner Zahnarztpraxis hier in Berlin. Ganz besonders widmest du dich der ästhetischen Zahnmedizin, also die Zähne schön machen und ja auch dem Thema Schnarchen und Schlafapnoe. Das kannst du ja gleich mal erklären, was das ist. Und auch Implantologie. Vielleicht einfach mal kurz ein paar Worte zu diesen Fachrichtungen. Ja, es sind drei sehr verschiedene Fachrichtungen, die ich aber ganz spannend finde, weil sie eben so unterschiedlich sind. Und alle haben gemeinsam, dass irgendwie an jedem Zahn auch ein Mensch dranhängt. Und das wird diesem Faktor gerecht. Also zum Beispiel Schlafzahnmedizin, Schnarchzahnmedizin ist eine Behandlungsart, wo wir Patienten, die nachts Atmungsschwierigkeiten haben, die also entweder schnarchen oder Atemaussetzer haben, helfen können, indem wir ihnen besondere Schienen einsetzen, Schienen, die den Unterkiefer nach vorne ziehen und auf die Art verhindern, dass die Zunge in den Hals rutscht und den Luftweg verengt. Und als Zahnarzt macht man das, weil das so ähnlich ist wie Beißschienen, die muss man ja genau an die Zähne auch anpassen. Ne? Das kann man nicht einfach im Internet bestellen, kochen, und da gibt es so diese Boil and Bite. Das geht nicht, das muss schon ein Zahnarzt machen. Also natürlich ist es besser, wenn es maßangefertigt ist. Schließlich sollen Leute die ganze Nacht damit schlafen. Und wir alle wissen, wie unbequem es ist, wenn wir ein schlechtes Kissen haben, irgendwas drückt beim Schlafen. Darum ist eine maßangefertigte Schiene in jedem Falle das bequemere und bessere Mittel, um damit zurechtzukommen. Ein zweiter Bereich ist ästhetische Zahnmedizin. Das ist ein Bereich, der eigentlich mit allem zu tun hat, weil egal, was wir tun, am Ende soll es auch irgendwie gut aussehen. Mhm. Dann gibt es eben Behandlungen, die sind primär ästhetisch bedingt. Also da ist eigentlich alles gesund. Patienten möchten nur einfach besser aussehen. Oder es gibt eben Behandlungen, die wir lieber machen, die wir mehr machen, wo etwas medizinisch notwendig ist, aber das dann eben in der schönsten möglichen Form gemacht werden soll, damit es einfach unauffällig ist. Mhm. Und das ist eben auch etwas, was dem Menschen gerecht wird, der dranhängt. Denn er möchte am liebsten, wenn die Behandlung erledigt ist, dass keiner mehr weiß, dass was gemacht wurde und er selber es eigentlich auch vergessen kann, dass was im Mund vielleicht nicht so ganz echt ist. Mhm. Und die Implantologie? Implantologie ist wieder etwas, was dem ganzen Menschen gerecht wird. Denn wenn ein Zahn fehlt, ist das ein sehr einschneidendes Erlebnis für jeden Patienten. Das ist was, was viel mehr bedeutet, als eben nur, dass ein Zahn fehlt. Es ist wirklich eine Sache, die eine psychische Komponente hat, eine Sache, die eine Lebensgefühlkomponente hat. Und wenn man wieder da, wo was fehlt, hinbringen kann, dann hat man den Menschen einen Zahn zurückgegeben, aber auch ein ganz anderes Lebensgefühl wieder zurückgegeben. Und darum ist das etwas, was mich auch sehr interessiert. Guckst du eigentlich den Leuten immer auf die Zähne beim Reden? Ja, ich muss zugeben, ich sehe sehr viel. Ich gucke immer auf die Zähne. Das ist einfach, da hat man einen Profiblick und macht sich schnell einen Eindruck von dem, wer einem so gegenüber sitzt. Tatsächlich. Was sagt das denn, so wie die Zähne so aussehen über den anderen? Ja, ist ein ganz spannender Bereich, weil wie Menschen mit ihren Zähnen umgehen, sagt sehr viel über die Charaktere und Psychen dieser Menschen aus. Mhm. Wie weit man bereit ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wie weit man bereit ist, sich selber auch vielleicht unangenehmen Dingen zu unterziehen, um etwas wieder Besseres zu haben. Also Zahnarztbehandlungen sind manchmal eben nicht so super angenehm, obwohl man versucht, sie natürlich so angenehm wie möglich zu machen, aber sie sind faktisch eben keine Sache, wo man hobbymäßig hingeht. Und wenn jemand da eher Hemmungen hat, jemand nicht so bereit ist, mit sich um sich selber zu kümmern, dann sagt das schon einiges über denjenigen aus. Mhm. Sag mal, aber gib mal ein Beispiel, was du so bei jemandem siehst, wo du dann irgendwas von ableitest.
Also wenn jemand zum Beispiel offensichtlich ungepflegte Zähne hat, und zwar Zähne, die eben nicht nur selber nicht gut geputzt sind, sondern wo man sieht, der geht auch nicht oder die geht auch nicht ab und zu mal zur Prophylaxe. Mhm. Was sieht man denn dann an den Zähnen? Sind die braun oder? Dann sieht man in der Regel braune Verfärbungen, schwarze Verfärbungen, irgendwie farbige Auflagerungen, die deutlich ins Auge stechen. Und so Plack und so oder so, weiße Ja, Plack sieht man dann eher selten, wenn man Menschen gegenüber ist, aber in der Regel sieht man dann braune Verfärbungen. Mhm. Mhm. Und das ist eben nicht nur, dass der oder diejenige offensichtlich nicht gerne zur Prophylaxe geht. Es ist auch oft ein Zeichen, dass die Leute sich nicht gerne auseinandersetzen mit dem Thema, was ist eigentlich in meinem Mund los? Was kann ich selber dazu beitragen, meinen Mund gesund zu halten? Wo ist das Thema Eigenverantwortung? Wo ist das Thema, ich kümmere mich einfach nicht nur um meine primären Bedürfnisse, Hunger, Durst, irgendwas, sondern eben ich kümmere mich auch um Dinge, die eine Idee mehr Eigenverantwortung und Weitsicht brauchen. Und das hat oft wirklich, das passt oft ganz gut, wenn man Leute kennenlernt später und dann eben sieht, die sind wirklich so, die kümmern sich eben weniger um Dinge, die nicht so ganz naheliegend sind oder verdrängen gerne was nicht ihnen selber ins Auge fällt. Die meisten sehen ja, weißt du, wenn die Leute eine komische Frisur haben oder hässliche Schuhe anhaben, das sehen die Leute selber. Aber in ihren eigenen Mund gucken Leute ganz selten rein oder zumindest viele gucken nicht rein. Und die nicht reingucken, das sind eben die auch problemlos mit braunen Zähnen rumlaufen. Du würdest also empfehlen, dass sich jeder morgens erstmal im Spiegel anlacht? Morgens oder abends oder zwischendurch ist völlig wurscht. Hauptsache, man kennt sich und Hauptsache, man weiß, was da mit sich im Mund passiert. Denn das ist, finde ich, ein Teil der Verantwortungsübernahme, die wir alle haben sollten für unseren eigenen Körper. Das ist ganz interessant, dass du das sagst. Das sehe ich auch bei meinen Patienten. Ich wundere mich ganz oft, dass die, wenn ich denen sage, schürzen Sie mal die Lippen, dass Sie gar nicht wissen, welche Muskeln Sie ansteuern müssen oder böse gucken, damit Sie diese Mimik zustande bringen. Oder auch, dass Sie sich am Po nicht kennen. Sie wissen nicht, wo ist die Rosette oder wie sehen Sie im Intimbereich aus. Oder die Füße, die sind so weit weg, da guckt man nicht hin und dann kennt man sich auch nicht, kennt gar nicht seine Probleme. Das gibt's also auch an dem naheliegenden Mund? Das gibt's sogar noch viel einfacher am naheliegenden Mund. Alleine die Frage, schieben Sie mal bitte den Kiefer nach vorne oder nach hinten, nach rechts oder nach links. Das ist etwas, was den meisten Menschen nicht möglich ist. Die häufigste Frage, wenn ich sage, bitte mal den Kiefer nach rechts schieben, ist dann die Frage, welchen, oben oder unten? Ja, mein höflicher Hinweis, dass wir nur unten bewegen können und der obere Teil des Schädels ist. Ach ja, stimmt. Also es ist, wird dann interessiert aufgenommen, aber es ist eben nicht so bekannt. Also ich bin fasziniert, wie oft Menschen nicht Bescheid wissen, was da eigentlich unterhalb der Nase zwischen den Lippen passiert. Und es ist ja manchmal so, dass man sich mit jemandem sehr gepflegten, auch gesund aussehenden unterhält und plötzlich entdeckt man da, ach, da blitzt eine Zahnlücke auf. Kommt es oft vor? Ist das jetzt auch ein Zeichen, dass man nicht auf sich achtet? Oder ist das ein Zeichen für Krankheit? Was lese ich da ab? Da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt engagierte Menschen, die sich um sich kümmern, die trotzdem Zahnlücken haben, weil einfach es eine Phase ist zwischen Behandlungen, während der Heilung von irgendwas. Also da muss man aufpassen, Zahnlücken mit irgendwas gleichzusetzen. Mhm. Es ist sowieso ein Trend oder es ist sowieso eine Veränderung in der Zahnmedizin. Ich mache diesen Job jetzt schon unglaubliche 20 Jahre in eigener Praxis. Es hört sich richtig gruselig an. Es ist schon wirklich schnell vergangen. Aber in den 20 Jahren habe ich selber eine Veränderung feststellen können. Es gibt viel weniger Zahnlosigkeit, es gibt viel weniger Menschen, die mit großen Zahnlücken rumlaufen. Wir haben viel mehr damit zu tun, dass die Zähne zwar vorhanden sind, aber einfach abgenutzt sind und also Verschleißerscheinungen zeigen, Abrasionen zeigen, Abrieb zeigen von Benutzung oder von Putzen. Das heißt, Zahnlücken sind eh nicht mehr so häufig, wie sie früher waren. Mhm. Die Zahnlücken, die da sind, zumindest bei den meisten Patienten, die sich irgendwie um sich kümmern, haben oft einen Grund, der da ist. Manchmal ist es ein trauriger Grund, dass einfach auch wirtschaftliche Schwierigkeiten da sind, dass Zahnbehandlungen leider teuer sind und auch tendenziell teurer werden und es sich Menschen einfach nicht immer leisten können, Zahnlücken schließen zu lassen. Aber das, finde ich, das passt eben nicht zusammen wie sowas wie Prophylaxe oder Zahnreinigung, wo man sagt, da kümmert sich immer nicht. Also so ein bisschen ist das ja eigentlich so was ganz Archaisches in uns, dass wir, also ich glaube nicht, dass ich jetzt jede Zahnveränderung sehen würde, wie du jetzt als Zahnarzt, aber es ist schon so, dass es irgendwie doch so, wie wenn man quasi ein Pferd kauft, ja, da guckt man ja auch aufs Gebiss. Das ist schon so ein bisschen, das ist auch was über die Gesundheit auch aussagt. Und wenn du jetzt sagst, Abnutzungserscheinung natürlich dann auch irgendwie über die Jugend und über den Verfall spricht. Und das ist natürlich für uns Menschen auch ein schwieriges Thema. Es gibt sehr schöne Fotomontagen, wo man wunderschöne Fotomodels genommen hat und nur so ein bisschen an den Zähnen montiert hat und die so ein bisschen angedunkelt, ein bisschen angeschrägt hat, die so ein wenig imperfekt gemacht hat. Und die wirken gleich schon viel unattraktiver. Andersrum, oft in Hollywood-Filmen, wenn die super aussehenden Hollywood-Schauspieler mal einen Penner spielen sollen oder richtig so eine
ranzten Alkoholiker spielen sollen. Und aber mit ihren Hollywood-Lächeln, dann hinter dem Fusselbart rauslächeln, sieht das furchtbar unauthentisch aus. Also man sieht an den Zähnen sofort, ist das eigentlich ein schöner, gesunder Mensch? Oder man glaubt es zumindest zu sehen. Ist das ein schöner, gesunder Mensch? Oder ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung? Also die Plausibilität von Zahnlächeln ist schon faszinierend. Jetzt kenne ich dich ja sehr gut, aber warum bist du eigentlich Zahnarzt geworden? Und wie passt das zu deinem Wesen, das mir sehr bekannt ist, zusammen? Jetzt musst du ein bisschen intimer werden, weil wir uns erkennen. Ja, wobei ich kann da sehr in der offiziellen und auch sehr wahrhaftigen Version bleiben, wie es ist. Ich komme aus einer Ärztefamilie. Meine Mutter und meine Großmutter waren Zahnärzte. Mein Vater war Internist. Wir hatten viele, viele Ärzte, Freunde zu Hause, meine Eltern, die anderen ausgegangen sind. Ich habe einen sehr guten Eindruck von Medizin gewinnen können. Und mich hat in Medizin oft gestört, dass es sehr unkonkret war. Also helfen die einen Pillen, nichts, nimmt man die nächsten Pillen, helfen die nächsten Pillen und wenn das nicht geht, wird überwiesen. Mhm. Also dieses Spiel, was gar kein Vorwurf an Medizin ist, sondern was einfach die Grenzen der Medizin zeigt, dieses Spiel habe ich oft gesehen und fand das nicht besonders attraktiv, Teil davon zu werden. Das Schöne an Zahnmedizin und was ich bis heute faszinierend finde, ist erstens, dass ich konkrete Ergebnisse meiner Arbeit sehe, dass ich konkret helfen kann, dass ein konkretes Problem oft eine konkrete Lösung hat. Das Zweite ist, es hängt immer ganz viel dran. Das hängt auch in anderen Medizinbereichen, aber ich rede nur von meinem Bereich. Es hängt an diesem ganzen Bereich dran, wenn ich einen Patienten vor mir sitzen habe, dass ich sofort sehe, wie geht derjenige mit sich selber um? Wie ist sein Umgang mit Geld? Wie ist seine Fähigkeit zu vertrauen? Wie ist seine Fähigkeit, sich selber zu kennen? Wie ist seine Fähigkeit, für sich was zu tun? Wie ist seine Möglichkeit, seine Fähigkeit, mit intimen Dingen umzugehen? Denn der Mund ist ein Intimbereich. Ist auch eine erogene Zone. Das auch. Also ich habe quasi in einer Behandlungssituation alle relevanten Bereiche vom handwerklich Konkreten bis zum höchst Psychologischen und dazu auch noch fast alle Menschen oder eigentlich alle haben Angst beim Zahnarzt. Mhm. Jeder geht damit verschieden um. Aber ich gehe davon aus, jeder, der reinkommt, hat Angst. Sie sind echt, ne? Die können sich nicht mehr verstellen, die Menschen bei dir? Die Anspannung ist trotz aller Entspannung und Wellness so, dass Leute sehr direkt sind und sehr ungeschminkt sind und sich nicht wirklich lange da. Also der Typ, der reinkommt und man sagt guten Tag und so, dann ist mal los, ja, ich habe keine Angst, wissen Sie, ich bin hier, ich bin keiner von denen, Sie können gleich hier mal Spritze brauchen. Das hält der ein paar Sekunden durch und dann ist doch irgendwie die Echtheit kommt raus. Also nochmal die Kombination aus konkreter medizinischer Behandlungsmöglichkeit, verbunden mit so einem Psycho-Cocktail, mit dem man es zu tun hat und mit dem man auch umgehen muss, wo man dann quasi einige Augenblicke, eine Minute vielleicht, zwei Minuten Zeit hat, diesen Psycho-Cocktail irgendwo damit den einzuschätzen, darauf zu reagieren, Vertrauen aufzubauen, mhm. Das finde ich hochspannend. Und auch zu führen auf so eine sanfte, aber doch feste Art, oder? Das sprichst du jetzt bei uns zu Hause? Nein, du hast angefangen. Naja, ja, aber so ein Behandlungskonzept und so ein Behandlungsplan, ich meine, da muss man ja auch vorausschauend denken und muss den Menschen bei der Stange halten, muss ihn motivieren, das sind ja schon... Also ich vermittle gerne Sicherheit. Mhm. Ich vermittle gerne, in einer unübersichtlichen Situation einen klaren Weg anzubieten. Mhm. Allgemein und im Leben. Und das kann ich eben in diesem Beruf auch tun. Ich kann in diesem Beruf Leute, die kommen und irgendwie sagen, ist alles so schlimm und ich bin schon bei 10 Zahnärzten gewesen und ich weiß auch nicht so genau. Mhm. Da sage ich, okay, ich sehe, wir untersuchen, wir machen eine Führung, wir reden und dann kann ich einen Lösungsweg anbieten, zumindest einer, der funktioniert. Und dann kann man sehen, ob es dem Patienten auch gefällt, dieser Weg. Aber zumindest kann ich da Sicherheit bieten. Jeder Mediziner sucht ja hoffentlich so die Sparte, die ihm am meisten liegt. Und jetzt frage ich mich, gibt es so einen Typus Zahnarzt? Also sind das besondere Menschentypen, Medizinertypen? Ja, aber ich nehme mich davon aus. Oh, okay. Also, wie ist denn der normale Zahnarzt? Also in der Rocky Horror Picture Show gibt es diesen lustige Zahnarztfigur, die an seiner Mama hängend zwangsneurotisch seinen Beruf und sein Leben gestaltend da wandelt. Das ist schon nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Also es ist schon ein Typus oftmals, der das Detail vor das Gesamtbild stellt und der sich sehr darin verwirklicht sieht, alle Details in einem exzessiven Maße irgendwie zu berücksichtigen und zu bearbeiten. Mhm. Eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse, sagen wir mal,
Distanz zur eigenen Arbeit und zur eigenen Bedeutung fehlt so manchen zahnärztlichen Kollegen. Nicht allen, gibt auch nette Ausnahmen, aber das ist schon ein Trend. Du meinst, die Filme machen sich nicht umsonst ein bisschen lustig über euch Kollegen? Ja, ich erlebe das ja in trauriger Weise auch öfter. Also wenn man auf Partys ist und interessanten Gesellschaften ist und dann ist jeder mal irgendwie dran zu erzählen, und was machen Sie so oder was machst du so? Und dann sagt der eine, was der eine macht, und dann ist das ein Gesprächsthema, und der andere, was der andere macht, ist irgendwie ein ganz spannendes Thema. Und dann, was machst du so? Ich bin Zahnarzt. Keine weiteren Fragen, es geht dann zum nächsten. Also es ist quasi das maximal Langweilige als Antwortmöglichkeit zu sagen, ich bin Zahnarzt. Das ist eine abschließende Antwort, weil eben jeder irgendwie auch sich vorstellen kann, wie so ein Zahnarzt du funktioniert. Du meinst, dass das Gespräch in dem Moment beendet ist, liegt nicht daran, dass es ein langweiliger Beruf ist, sondern daran, dass alle so eine Angst haben und es so eine unangenehme Vorstellung ist, dass man es schnell wegschiebt und lieber das Thema und den Typus wechselt? Der wirft wenig Fragen auf der Beruf. Also jeder weiß total, also Praxis, klar, der sitzt da morgens bis abends, macht irgendwie in den Zähnen rum und kommt abends nach Hause. Also das ist quasi ein Bild, was einfach nicht originell. Ich habe mal gelesen, dass Zahnärzte die höchsten Selbstmordraten irgendwie haben unter Medizinern. Oder ist das richtig, diese Statistik? Oder unter Menschen? Also ich habe jetzt nicht nachgezählt, ich kenne die Statistik auch. Das Gleiche zu diesen Entscheidungsraten, sagt man dazu. Richtig ist, es ist ein psychisch extrem belastender Beruf, weil, wie eingangs gesagt, man hat mit Menschen zu tun, die Angst haben, die sehr hohe Erwartungshaltungen haben, wo es eben um Schmerz, um Ästhetik, um Alterungsprozess, um Geld, um Dinge geht, die Menschen grundsätzlich nicht angenehm finden. Mhm. Und wenn man konfrontiert ist damit und auch so wirkt, als wenn man mit seinen eigenen Händen, mit seiner eigenen Hände Arbeit diese ganzen Faktoren beeinflussen kann, also man quasi gesehen wird wie ein Tischler, dessen Job ist es, einen geraden Tisch zu machen, ja. Und nicht wie jemand, der zwar handwerklich arbeitet, aber eben am Körper arbeitet. Biologie und nicht Mathematik. An biologisch ungenauen System arbeitet. Dann ist das schon sehr belastend, weil man eben auch mit Vorwürfen vielleicht oder mit Erwartungen oder mit enttäuschten Erwartungen konfrontiert wird. Wo es viel schwieriger ist, mit Patienten zu sagen, das ist anscheinend Pech, mein Körper hat halt so reagiert. Es ist viel leichter zu sagen, na, Sie haben das gemacht, weil vorher war es anders und jetzt ist es so. Und das ist eben wirklich eine psychisch belastende Situation, das erklären würde. Was sind denn die häufigsten Erkrankungen, die man so als Zahnarzt sieht, jeden Tag im Alltag? Die häufigste Erkrankung ist eine Erkrankung, die die wenigsten Patienten überhaupt merken. Und gleichzeitig ist es die wichtigste Erkrankung. Es ist die Gingivitis, die Zahnfleischentzündung. Also die Entzündung des Zahnfleischrandes. Es ist nicht die berühmte Parodontitis, Taschenbildung, locker Knochenabbau, da ist schon richtig Alarm angesagt. Sondern es ist die Vorstufe, es ist dieser rote Zahnfleischrand, der mal blutet oder bei Rauchern nicht blutet, dann denken sie, erst recht, alles ist gesund, der die Vorstufe von einigem Ärger darstellt. Das heißt, das Rauchen verschleiert diese Zahnfleischrandentzündung? Gemeingefährliche Situation. Weil wie macht es das Rauchen? Raucher denken in der Regel, sie haben ein gesundes Zahnfleisch. Warum? Weil das Zahnfleisch blutet nie. Menschen, die armen anderen, haben immer Zahnfleischbluten und ich habe ja so ein Glück, ich habe das nicht. Das Rauchen führt dazu, dass die Blutgefäße massiv verengt werden. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern sie werden deutlich verengt. Die Folge davon ist, dass das Zahnfleisch sich nicht gegen die im Mund befindlichen Bakterien, pathologischen, krankheitmachenden Bakterien wehren kann. Das heißt, es blutet nicht und Immunsystem fehlt vor Ort. Genau, das Immunsystem kann nicht hinschwimmen, weil einfach die Blutung nicht da ist. Folglich gibt es auch keine Entzündungsreaktion bei Rauchern, sondern so ein lederartiges Zahnfleisch liegt an den Zähnen an, ist schutzlos den Mundbakterien ausgeliefert. Trotzdem tun die ihre Arbeit, trotzdem führen die zur Giftausschüttung und schwächen den Zahnfleischrand. Und so entstehen eben dann Parodontitis-Erkrankungen. Und deshalb, also die häufigste Krankheit in der Praxis ist wirklich die Zahnfleischrandentzündung, die Gingivitis, die gemerkt wird oder nicht gemerkt wird, auf jeden Fall eine völlig unterschätzte Bedeutung hat. Und was macht man und wie erkennt man das? Also woher weiß jetzt ich, dass ich sowas habe oder nicht habe? Man merkt es entweder selber, wenn man wirklich beim Zähneputzen Blut an der Zahnbürste hat, im Mundspülwasser hat oder an der Zahnseite hat. Aber man merkt es eben oft auch nicht so ganz, weil ein Tropfen Blut irgendwo und der ganze Mund voller Mundspülwasser mit Zahnpasta drin, das fällt halt nicht auf. Dafür sind in der Tat, so banal es klingt, Zahnarztkontrollen sinnvoll, alle halbe Jahre hingehen. Das ist der Sinn davon. Der Zahnarzt muss nicht kontrollieren nach einem halben Jahr, ob alle Zähne da sind. Das merkt der Patient selber, wenn ein Zahn plötzlich fehlt. Aber eben genau solche Sachen frühzeitig zu erkennen. Das Zweite, in der Prophylaxe, wenn also Zähne gereinigt werden von Prophylaxeassistenten,
wo auch nochmal sehr ausgiebig auf Zahnfleisch geachtet wird, ist es auch ein Punkt, wo frühzeitig sowas gemerkt werden kann, wo die frühzeitig merken, hier ist irgendeine Kante an einer alten Füllung oder hier ist irgendein Kronenrand, der stufig ist. Wie oft soll man denn zur Prophylaxe? Kann man nicht ganz pauschal sagen, weil es einfach abhängig ist von den Nahrungsgewohnheiten, Kaffee, Tee, Rauchen, Zahnoberflächenbeschaffenheit, Implantate, Kieferorthopädie, alles Faktoren, die das beeinflussen. Dicker Daumen ist alle halbe Jahre. Mhm. Es gibt Patienten mit sensationeller Mundhygiene, denen wir einmal im Jahr nur eine Prophylaxe empfehlen. Pfeifenraucher kommen bei uns alle 3 Monate zur Prophylaxe. Ist wirklich, weil es die Zähne davon so verfärbt oder weil Belege kommen. Genau, weil Belege kommen. Und die Belege, würde man jetzt sagen, sind nur ästhetischen Problemen. Aber es ist eben medizinisch relevant, weil Belege Zähne rau machen. Mhm. Zahnoberfläche und Badewannenoberfläche ist eigentlich sehr ähnlich. Und wenn man irgendwie eine Rauigkeit an der Badewanne hat, bleiben sofort viel schneller Schmutzränder hängen und sofort hat man eben viel größere Anlagerungen von irgendeinem Dreck. Und darum ist es wichtig, die Zähne zu polieren. Und darum ist die Farbe, die Belege, die man sieht, zwar ästhetisch ein Thema, medizinisch aber gar nicht so wichtig wie die Rauigkeit, die entsteht durch die Farbe. Mhm. Wenn jetzt so Leute sich die Zähne flossen, also als Hautärztin kümmere ich mich auch ein bisschen um die Mundschleimhaut und andere Schleimhäute, weil ich schon sehe, dass die Hautgesundheit auch mit der Schleimhautgesundheit zu tun hat. Und wir schicken auch die Patienten öfter zum Zahnarzt, ne, damit so Infektionsherde da auch beseitigt werden. Dann geht es der Haut auch besser, Juckreiz geht weg, Quaddeln gehen weg. Und oft sagen die Patienten, ja, ich flosse die Zähne, also ich nehme Zahnseide, aber es blutet. Was sagt man denn dazu? Ist auch sehr verbreitet, dass eben Menschen denken, ich benutze Zahnseide, oh, es blutet, oh, ich bin jetzt mal vorsichtig und gehe da mal eine Weile nicht hin. Das Gegenteil ist richtig. Wenn es irgendwo blutet, ist es ein Zeichen dafür, dass eine lokale Entzündung da gerade passiert. Also erst recht dahin gehen, wo es blutet, erst recht dort Zahnseide benutzen und flossen. Dann wird man sehen, nach 14 Tagen ist das Bluten weg. Natürlich die Fälle ausgenommen, die Zahnseide sich so reinhauen, dass im Hirn wieder rauskommt. Also die haben sich verletzt, die bluten wegen Verletzung. Aber bei normaler Benutzung, bei normaler zarter Berührung des Zahnfleisches blutet es eigentlich nicht. Also wenn es blutet, ist es krank, hat es eine Gingivitis und gegen Gingivitis hilft sauber machen. Jetzt erklär nochmal, warum ist jetzt Gingivitis, Zahnfleischrandentzündung ein Problem für unsere Zähne? Das Zahnfleisch liegt eigentlich um jeden Zahn rum wie so ein enger Rollkragenpulli am Hals. Straff, dicht, schließt alles ab. Wenn der Zahnfleischrand entzündet wird, also so eine Gingivitis hat, quillt der auf und wird weich und wabbelig. Also wie ein ausgeleierter, weicher Rollkragenpulli nach so und so viel Wäschen. Nicht eingelaufen, sondern eher ausgeleiert. Die Folge ist, dass die Abdichtungsfunktion dieser Zahnfleischmanschette, der Gingiva-Manschette, nicht mehr funktioniert. Und dann können diese Bakterien zwischen Zahnfleisch und Zahn in die Tasche eindringen und dort ihre Giftstoffe aussenden und dann dort eine Parodontitis, also eine Entzündung des ganzen Zahnbetts, verursachen. Der Zahn sitzt ja in so einer Knochentasche quasi und ist ja über so Fasern mit der Knochenhaut verbunden. Ist richtig, ne? Oder? Ungefähr, ja. Und wenn eine Parodontitis ist, dann wird dieses Haltegewebe lose. Genau, also eine Gingivitis heißt nur, dass der Kragen, quasi die Manschette außen entzündet ist. Die Parodontitis heißt, dass das Fasergewebe, der Halteapparat selbst, also das Weichgewebe, an dem der Zahn aufgehangen ist, im Knochen, dass der betroffen ist, dass der entzündet ist und dass dann der Knochen anfängt, sich abzubauen. Das ist ja ganz klug gemacht übrigens, das wissen auch die wenigsten, dass der Zahn ja an Fasern hängt. Der ist nicht ein Dübel in der Wand, sondern der hängt an Fasern. Klug evolutiv entstanden, weil dadurch eine Dämpfungsfunktion da ist. Das heißt, wenn wir aus Versehen auf einen Stein beißen, dann bricht der Zahn nicht sofort in 2 Teile durch, sondern der Zahn kann das eben ein bisschen abfedern. Das gleiche bei Frontzähnen. Wir fallen aufs Gesicht. Nicht jeder Zahn ist sofort ausgeschlagen. Wir haben Zähne, die federnd aufgehangen sind. Schattenseite ist eben genau, dass diese Fasern, dieser Faserapparat eben anfällig ist. Der kann leichter durch Entzündungen geschwächt werden, als wenn das irgendwas Hartes wäre. Jetzt denkt ja irgendwie jeder, Karies ist eigentlich die häufigste Krankheit, ist aber auch eine bakterielle Situation. Also was kann man jetzt sozusagen sagen, wie kriegt man seinen Mund, soll man den Bakterien freikriegen oder was macht man? Der Mund ist ja ein großes Gewächshaus für Bakterien, das ist auch gut so und das ist richtig so. Es gibt eine gesunde Mundflora, also eine Zusammensetzung von Bakterien, die gehören da auch rein. Das heißt, wenn man knutscht, was passiert dann? Man tauscht ein paar Bakterien aus und hat hoffentlich auch weiteren Spaß dabei. Ja, und es ist eben eine aktive Immunisierung ja auch. Man wird ja nicht immer krank vom Knutschen, außer jemand hat eine akute Grippe. Das heißt, diese Bakterien sind durchaus auch lieb und nicht nur böse, oder? Also ob durch Küssen im Mund zu einer bakteriellen Veränderung kommt, die dann wieder immunologische Wirkung hat, dass man es als Immunisierung bezeichnen kann, das kann ich nicht so sagen. Das finde ich jetzt ein bisschen weit.
weil der Mund ist sowieso voller Bakterien. Also es ist fremde Bakterien treffen auf eine Überzahl an ortsständiger Mundflora. Und ich glaube, die haben noch nicht viel Wirkung, aber zumindest werden die Bakterienstämme so ein bisschen ausgetauscht und das ist bestimmt ganz nett. Die Kernsache und das Profane an der ganzen Mundpflege und Mundhygiene-Situation ist, ein gesunder Zahn wird nicht krank. Also solange die Mundflora, die gesunde eigene Mundflora, ist alles in Ordnung. Wenn man aber nicht putzt oder schlecht putzt, Nischen hat, keine Zahnseide benutzt und so weiter, dann verändert sich die Zusammensetzung dieser Bakterien. Und wenn die sich verändert in diesen Bereichen, dann kommt es zu lokalen Säurebildungen zum Beispiel. Und diese Säurebildungen führen wiederum zu einer Demineralisierung, also einer Erweichung des Zahnschmelzes. Und das ist dann die Karies. Mhm. Das hat sich mittlerweile so weit rumgesprochen, dass Zähneputzen doch sehr üblich geworden ist. Ja. Gib mal schnell ein paar Tipps. Was muss man beim Zähneputzen beachten? Da bin ich auch furchtbar einfach gestrickt. Also man kann zwar alle tollen Zahnbürsten kaufen mit Z-Wellenform, X-Borsten, Ultraschall, Schall, Vibration, irgendwas Funktionen. Am Ende des Tages, ich benutze eine normale Handzahnbürste. Das Wichtige beim Zähneputzen, das Allerentscheidendste und das Profanste, aber Wichtigste ist, jede Ecke erreichen. Ein Zahn ist ein 3D-Gebilde. Ein Zahn hat verschiedene Seiten, verschiedene Einziehungen, Nischen. Das muss man sich angucken, das muss man quasi vor dem Spiegel erstmal lernen und erkennen. Und mit der einfachsten Zahnbürste, die ein Markenprodukt sein soll, damit sie runde Borstenenden hat, aber ansonsten eine einfache Zahnbürste. Runde Borsten, damit die Zähne nicht aufgekratzt werden. Genau, die Ultrabillig-Zahnbürsten haben abgebrochene Borstenenden, die sind einfach scharf und können das Zahnfleisch verletzen. Aber, also Zahnfleisch. Aber jede halbwegs normale Markenzahnbürste hat abgerundete Borstenenden und damit eben jede Ecke jedes Zahns erreichen. Das ist eigentlich die ganze Kunst. Wie lange? 2 Minuten? 3 Minuten? Zeit ist egal. Wenn man das gut macht, geht es sicher auch in 2 Minuten. Und derjenige, der sich ein bisschen doof anstellt, braucht vielleicht auch 5 Minuten. Mhm. Man stellt sich vor, man muss eine Eierschachtel irgendwie von Mehl reinigen oder sowas. Ja, das ist so die Dimension. Also die Rauigkeiten der Eierschachtel, Mehl als bakterielle Auflagerung. Man nehme eine Bürste und putze das sauber. Eine Zahnpasta, gibt es da irgendeinen ultimativen Tipp? Also es ist wie mit den Zahnbürsten. Im Labor kann man wahrscheinlich nachweisen, dass die eine bakteriologisch besser gegen die andere, eine Art von Bakterien wirkt und die andere gegen die andere. Und wieder am Ende des Tages, der Tipp aus der Praxis ist, Zahnpasta wechseln. Mhm. Auch wieder verschiedene Markenprodukte nehmen, die wechseln, einfach weil jede Zahnpasta ein bisschen andere Wirkung auf Bakterien hat. Und man möchte eben nicht über Jahre die gleichen Bakterien schwächen und die anderen stärken, sondern man möchte quasi die immer mal auf andere draufhauen. Und dadurch hat man eine Wirkung, dass die Reinigungswirkung da ist, aber eben nicht die Mundflora einseitig die ganze Zeit gestört wird. Darum also Wechseln der Zahncremes, was einem schmeckt im wahrsten Sinne des Wortes. Fluoridhaltig sollte sie sein. Das ist ja umstritten. Kannst du da noch was dazu sagen? Also es gibt ja Leute, die sagen, um Gottes Willen. Zu jedem Thema gibt es Menschen, die sagen, um Gottes Willen. Wahrscheinlich, wenn wir hier gerade einen Podcast machen, wird es da auch irgendwelche Wellen geben, die schädlich daran sind. Also ja, sich um Gottes Willen. Ich würde vor allem sagen, Gottes Willen für die Leute, die die Zahnpasta sich aufs Brot schmieren und dann essen. Das, ich habe mal gelesen, ich glaube 20 Tuben müsste man essen und dass es überhaupt toxikologisch relevant wäre. Beim Zähneputzen isst man das ja eben eher auch nicht. Genau, also die einzige Grenze, wo man keinen Fluid benutzen sollte, ist bei Kindern oder Behinderten, die nicht ausspucken können. Mhm. Weil in der Tat, wenn man über Jahre Zahnpasta regelmäßig runterschluckt, das wäre ein Problem, das sollte man nicht tun. Aber für jeden, der halbwegs normal spülen kann, da ist die kariesprotektive Wirkung von Zahnpasta deutlich den Risiken überlegen. Also es härtet den Schmelz. Es härtet den Schmelz, es macht Mikroreparatur von Baufehlern im Schmelz und tauscht quasi kaputte Bereiche gegen fluoridhaltige Bereiche aus, die dann eben sehr hart sind. Das ist übrigens auch wichtig zu verstehen, dass Fluor eben lokal wirkt. Warum ist das wichtig? Weil Zahnärzte oft mit Kinderärzten Streit haben. Mhm. Kinderärzte, einige zumindest, verschreiben gerne Fluorid-Tabletten. Genau, und es gibt ja auch fluoridiertes Salz. Genau, was auch das Gleiche ist, das schluckt man runter und es gibt eben keine positive systemische Wirkung von Fluorid. Es ist eben nicht so, dass der Zahn im Kiefer ist und wenn er dann da wächst und da besonders viel Fluorid im Blut rumspült, dieser Zahn besonders hart wird. Das klappt nicht, sondern es ist eine reine äußerliche Wirkung, also Oberflächenreparatur, da funktioniert Fluorid. Das heißt, wenn man Fluorid-Tabletten oder Salz zu sich nimmt, belastet man den Organismus und hat eben nicht die örtliche Wirkung am Zahn. Also bringt es nur überhaupt etwas, es lokal auf den Zahn aufzutragen. Genau, es gibt Länder, wo im Trinkwasser Fluorid drin ist.
Das wiederum hat eine positive Karies-protektive Wirkung gehabt, aber eben nicht, weil sie das Schlucken des Trinkwassers, sondern vorher das in ihrem Mund mal hin und her bewegen, also quasi eine Mundspüllösung aus dem Wasserhahn haben. Für die Leute, die keine fluoridierte Zahnpasta haben. Genau, die aus irgendwelchen Gründen das sich nicht leisten können oder wollen oder nicht benutzen. Okay, ich habe dir jetzt viele Fragen gestellt. Du wolltest eigentlich erzählen, wie man die Zähne erhält? Der Zahn ist ein 3D-Gebilde und dieses 3D-Gebilde hat eben nicht nur eine Außenseite und eine Innenseite und eine Kauffläche, wo die Zahnbürste hinkommt, sondern muss zwischen die Zähne kommen. Wenn wir über Bakterien sprechen, dann gibt es sauerstoffliebende und sauerstoffhassende Bakterien. Und gerade in den Zwischenräumen sind gerne die sauerstoffhassenden Bakterien, die aber eben besonders pathologisch und besonders krankmachend sind. Und die machen auch Mundgeruch. Darum ist es sehr wichtig, genau, dass die stinken dann nämlich, die machen schön Schwefelstoffwechselprodukte. Und da muss man mit der Zahnseide oder kleinen Zwischenraumbürstchen zwischen die Zähne gehen, um diese Bereiche sauber zu halten. Nicht nur, um die zu putzen, sondern auch, um die zu durchlüften. Denn diese Durchlüftung, also Sauerstoff dahin bringen, ist ein ganz wesentliches Element, um diese sauerstofffeindlichen Bakterien abtöten zu können. Was hat denn die Ernährung für einen Einfluss? Wenn man Kohlenhydrate in großen Mengen zu sich nimmt, und die vor allem lange im Mund lässt, bietet man den Bakterien tolle Stoffwechselprodukte, die sich schnell verstoffwechseln können, schnell Säuren produzieren können, entsprechend Oberflächenschäden verursachen können. Das gleiche, wenn man saure Produkte gleich schon von Hause aus isst, also wenn man Zitronensaft trinkt oder irgendwelche Fruchtsäfte trinkt, sind die auch für den Zahnschmelz schlecht, weil die Oberflächen anlösen können. Darum also im Wesentlichen geht es um Kohlenhydrate, die halt Stoffwechselprodukte Zucker haben oder gleich um saure Getränke, die eben Oberflächen schädigen. Ist das denn dann so, dass in Zeiten, wo wir noch keinen Zucker hatten und kein weißes Mehl, dass wir dann kein Karies hatten oder auch an Orten in der Welt, wo eben diese Süßigkeiten nicht existieren, haben da Menschen weniger Karies? Also man hat in archäologischen Funden gefunden, dass es auch Karies in der Steinzeit gab, aber sicher weniger. Da waren eben die Tee, da wurden wir eh nicht so alt, also oft hat man es auch gar nicht gemerkt. Aber da waren die Themen eben oft, dass Zähne rausbrachen, weil eben in der Nahrung welche Steine gewesen sind. Das war da in der Steinzeit eher die Sorge. Wie kommt es denn, dass du dich als Zahnarzt fürs Schnarchen begeisterst? Mir gefällt an dem Thema sehr, dass es eben über den zahnärztlichen Tellerrand hinausschaut, dass es wirklich den ganzen Körper betrachtet. Menschen, die einen hohen Leidensdruck haben, dass sie eben nachts nicht richtig Luft bekommen oder dass sie Krach machen, ihre Ehepartner verjagen aus den Schlafzimmern, dass man denen helfen kann. Ist denn Schnarchen jetzt eine Krankheit? Schnarchen ist quälend. Und quälende Dinge können auch eine Krankheit sein. Schnarchen formal, wenn es nur Schnarchen ist, gilt nicht als Krankheit, sondern eben nur als Komfortstörung quasi. Wenn das Schnarchen mit Sauerstoffentsättigungen einhergeht, also das Schnarchen so stark ist, dass der Sauerstoff im Blut runtergeht, dann bekommt es einen Krankheitswert und das geht dann bis zur Schlafapnoe, wo also Atemaussetzer vorkommen, wo eben die Luft nicht mehr strömt. Wie passiert denn das? Also warum schnarcht man und warum kommt es bei manchen Menschen zu Atemaussetzern? Wir alle kennen, wenn wir zwei Blatt Papier haben und dazwischen pusten, dass sie vibrieren, flattern, Krach machen. Also Schnarchen ist das Vorbeiziehen von Luft an einer Engstelle. Mhm. Das ist ganz oft die Zunge, die zurückfällt, die in den Hals zurücksinkt. Und wenn diese Zunge jetzt noch weiter zurücksinkt und das Gewebe drumherum auch einfach einfällt, Weil wir alt sind oder weil wir dicker werden oder schlaffer. Genau das, all dies. Also beim Einatmen haben wir ja einen negativen Druck. Wir haben ja Sog an der Luft und in der Luftröhre. Und dieser negative Druck, dieser Sog, führt dazu, dass diese umgebenden Wände kollabieren, zusammengezogen werden. Mhm. Wenn man eben dick ist, wenn man weiches Gewebe hat, wenn man anatomisch einfach so gestrickt ist, dass es da eh schon eng ist, dann reicht so ein bisschen Einatemsog schon aus, um die Luft, den Luftweg zum Kollabieren zu bringen. Also zum Zusammenfallen zu bringen, dass dann nichts mehr durch kann. Und dann kommt eben keine Luft mehr durch. Genau, also ist er eng, macht man Krach, ist der Luftweg zu, hat man einen Atemaussetzer. Manche Leute haben doch so Allergien, also das heißt Nasenschleimhäute sind geschwollen oder Schnupfen oder Polypen oder dicke Mandeln. Wie führt das jetzt zum Schnarchen? Wenn die Nase verengt ist durch irgendwelche Schwellungen, die drin sind, macht man den Mund auf. Und wenn man den Mund aufmacht, kommt es zu einer Rückwärtsrotation. Der Kiefer, wenn der aufgeht, rotiert ein bisschen nach hinten. Dadurch wird die Zunge nach hinten gedrückt und der Luftweg wird eingeengt durch die Zunge. Und die Auswirkungen dieses Sauerstoffmangels im unbehandelten Schnarchzustand, was macht das mit dem Menschen?
Wenn der Sauerstoffgehalt im Blut abfällt, ist das ein Alarmzeichen für den Körper. Die Folge ist, das Herz fängt stärker an zu pumpen, denn es möchte den Körper mit Sauerstoff versorgen. Das tut es aber genau in dem Moment, wo dem Körper Sauerstoff fehlt. Das heißt, das Herz arbeitet mehr in einem Blut schwimmend, was eh nicht genug Sauerstoff hat. Also quasi eine Art Selbstmord vom Herz. Was also passiert ist, dass der Sauerstoff immer stärker abfällt und der Körper in Stress gerät. Um nicht zu ersticken, um eben diesen Selbstmord nicht zu machen, gibt es eine Weckreaktion. Derjenige, der den Schlafapnoe hat, wird also ständig geweckt, um nicht zu ersticken. Und Luft zu holen, so ganz dramatisch. So, ne, sie atmen ganz stark ein. Die träumen oft, sie werden ertrunken oder irgendwie gibt es irgendein Traumbild, was dazu passt, warum man gerade furchtbar außer Atem aufwacht, sich erschreckt, im Bett sitzt. Aber man wacht nicht richtig auf, ne? Die Patienten erinnern sich am nächsten Tag nicht. An einen kleinen Anteil erinnern sie sich, aber an den Großteil erinnern sie sich nicht. Also, um es mal in Zahlen zu sagen, eine Schlafapnoe beginnt ab 10 Aussetzern pro Stunde. Ich habe Patienten, die haben 70 Aussetzer pro Stunde. Atemaussetzer. Atemstillstände. Die ersticken 70 Mal pro Stunde, mehr als jede Minute. Die wachen also quasi fast jede Minute unbewusst auf und wundern sich am nächsten Morgen tot, müde zu sein, Kopfschmerzen zu haben. Das heißt, was kann man denn jetzt tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Für schwere Fälle sollte erste Behandlungsmöglichkeit eine CPAP-Maske sein. Das ist eine Beatmungsmaske, wo mit Druckluft und einer richtigen Maske wie beim Taucher oder wie beim Piloten Druckluft in den Atemweg gepumpt wird und auf die Art die Atmung ermöglicht wird. Da hat man einen Kompressor, neben dem Bett steht ein kleines Gerät, das surrt ein bisschen, ein Schlauch, eine Maske. Das ist für schwere Fälle Mittel der Wahl. Aber es gibt eben eine Vielzahl an leichten oder mittelschweren Fällen. Und wenn es da medizinisch möglich ist, zahnärztlich möglich ist, kann man den Unterkiefer Protrusionsschienen anfertigen. Schienen, die den Unterkiefer nach vorne ziehen. Im Schlaf. Im Schlaf. Dass der nicht nach hinten fällt. Die Zunge ist ja festgewachsen am Unterkiefer. Wenn ich den Unterkiefer nach vorne ziehe, ziehe ich die Zunge automatisch mit nach vorne und hole sie aus dem Luftweg raus. Und diese Unterkieferprotrusionsschienen, da kann man ungefähr die Atemaussetzerzahl mit halbieren. Aha. Daran sieht man, also wenn es ein schwerer Fall ist. Wir haben Patienten, dessen schwere Schlafapnoe, die vertragen diese CPAP-Masken nicht. Die sagen, das hilft mir theoretisch, praktisch kann ich damit nicht schlafen. Dann helfen wir denen zumindest, dass wir dann die Aussetzer von 50 auf 25 reduzieren können. Die sind noch immer krank mit 25 Aussetzern pro Stunde, aber nur noch halb so krank, wie sie ohne Therapie wären. Zahlen das die Kassen? Die Kassen zahlen es grundsätzlich nicht. Es gibt Einzelfallentscheidungen, wo sie es übernehmen. Bei CPAP-Intoleranz wird es oft bezahlt. Also wenn man diese Maske, diese Pilotenmaske nicht verträgt, genau, wenn man das nachweisen kann, dass man sie zwar braucht, aber nicht verträgt, dann wird es häufig gezahlt. Es gibt einige kleine Krankenkassen, die zahlen es aus Marketinggründen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich keine Kassentherapie. Thema Kommunikation. Du hast ja schon gesagt, Leute kommen mit wahnsinnigen Ängsten und haben auch sich gar nicht immer so ganz doll im Griff, weil sie einfach außer sich sind vor Angst und dann so ganz pur auf deinem Stuhl sitzen. Du hast ja eine Doktorarbeit auch zum Thema Umgang mit Angstpatienten geschrieben. Was ist so deine Erfahrung? Was hilft Betroffenen? Also wie geht man am besten um mit ängstlichen Patienten beim Zahnarzt? Also Menschen sind sehr verschieden und es gibt sicher kein Rezept, was für alle gilt. Was ich als sehr erfolgsversprechend erlebt habe, sind eigentlich zwei Sachen. Einmal ist wieder profan, Zeit und Ruhe, das ist nichts Originelles. Das Zweite ist aber, und das finde ich sehr wichtig, man muss dem Patienten etwas zumuten. Und so muss man ihm zumuten, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Informationen zu ertragen. Die meisten oder einige Angstpatienten haben so eine self-fulfilling prophecy. Sie wissen nicht Bescheid, was bei ihnen passiert. Dann fühlen sie sich ausgeliefert, dann fühlen sie sich irgendwie schlecht behandelt. Dann ist alles ganz unangenehm und bedrohlich. Und das wird immer schlimmer. Und also ich kann auch nur den Angstpatienten gerecht werden, die bereit sind, sich mit dem zu beschäftigen, was gemacht werden soll. Ich erkläre das, was gemacht werden soll. Ich zeige das. Wir haben Intraoralkameras, wo man auf dem Bildschirm sehen kann, Defekte, wie sie davor aussehen, wie sie danach aussehen, wenn sie repariert sind. Dass sie also quasi Teil der Behandlung werden, indem sie wirklich informiert sind. Das geht über die normale ärztliche Aufklärung hinaus. Menschen, die so eine Phobie haben, dass sie nicht mal bereit sind, darüber zu reden, was eigentlich gemacht werden müsste. Ich rede schon gar nicht davon, was man macht, sondern einfach so allgemein, was müsste man jetzt bei ihnen tun, was wären die Möglichkeiten, wie sie das so schlimm ist, die überschreiten dann ein Maß dessen, was in der normalen Praxis behandelbar ist.
Das sind du appellierst ja eigentlich daran, dass man eine wirkliche Partnerschaft hat und dass man bereit ist, Informationen aufzunehmen und dann damit eigenverantwortlich, mündig auch umzugehen. Das Wichtige dabei ist aber, es gibt ganz viele Menschen, die kommen und sagen, wenn sie jetzt reinkommen, werden sie bestimmt schimpfen. Und dann sage ich, weißt du, ich habe noch nie in meinem ganzen beruflichen Leben mit irgendwem geschimpft. Das ist ihr Mund, warum soll ich mit ihnen schimpfen? Also ich verstehe das wirklich überhaupt nicht. Also ich musste es lernen im Laufe der Jahre, dass Menschen das echt von mir erwarten, dass wenn irgendwas schlimm aussieht oder sehr krank ist, ich dann schimpfe. Das hört sich für mich vollkommen absurd an. Also darum aus bestem, und darum ist eben auch die Angst oft, über Informationen zu bekommen, weil bestimmt guckt der, sagt, was alles kaputt ist und schimpft dann mit mir. Das ist so eine vollkommen archaische Sicht, wie mal der Zahnarzt in irgendwelchen alten Grimm-Märchen vielleicht dargestellt ja, wird. Ja, oder aber man sagt doch, die Psychoanalytiker sagen doch auch immer, man stellt in so einem Verhältnis zum Arzt auch oft so dieses Kinder-Eltern-Verhältnis wieder dar. Und wenn man da sich so ein bisschen Kontroll verloren sieht, vielleicht wirkst du dann wie der gestrenge Vater, der dann bei den Schuldgefühlen, die der Patient gerade hat, womöglich schimpft. Also vielleicht ist es einfach, denkt er jetzt, du bist der Papa und er ist das Kind oder so. Genau, ist das denkbar? Ja, genau, aber genau da in dem Bereich zu enttäuschen, ist ein ganz wichtiger Punkt, um Angst zu begegnen. Mhm. Dass man eben dann sagt, wieso kommen Sie darauf, dass ich mit Ihnen schimpfe? Mhm. Also das ist doch mir egal. Also Ihr Mund ist mir so gesehen doch egal. Ist doch nicht so, dass ich mich persönlich beleidigt fühle und mit Ihnen schimpfen muss. Der Vater schimpft auch mit dem Kind nur, weil er sich selber in seiner Autorität irgendwo angegriffen sieht. Das lässt ihn schimpfen. Aber warum soll ich denn schimpfen mit dem Patienten? Mhm. Und das quasi zu enttäuschen, diese Erwartung zu konterkarieren, das ist ein wesentlicher Aspekt. Das Zweite ist, das Wichtige ist zu verstehen, wovor die Angst eigentlich da ist. Es ist auch ganz interessant, was für Antworten kommen, weil viele sagen, die Hälfte der Patienten sagen mir, oh, ich habe Angst vom Zahnarzt. Nicht vor Ihnen, Sie sind ja, aber ich habe vom Zahnarzt Angst. Und dann frage ich, wovor denn? Wovor genau? Was ist eigentlich das, was Ihnen Angst macht? Und da haben viele keine Antwort drauf, aber es löst einen Denkprozess in aus. Und das macht in der Regel die Angst kleiner, wenn man sich eigentlich fragt, wovor habe ich eigentlich Angst? Denn wenn er zum Beispiel kommt vor Schmerzen, sage ich, einverstanden, ich selber bin ein Riesenschisser, ich habe riesen Angst vor Schmerzen, meine eigene Schmerztoleranz ist null. Nicht ein bisschen, ich kann nicht so ein bisschen aushalten, ich selbst als Zahnarzt, ich kann nur so, also ich brauche eine Spritze. Sage ich, ich verspreche, wir machen es taub und in 99,99% der Fälle ist es dann auch taub und dann müssen sie da keine Angst haben. Ach ja, ja, dann probieren wir das mal. Oder ich weiß da gar nicht so genau, was passiert und das ist alles so komisch und sie machen da irgendwas und ich sehe das überhaupt nicht und ich... Da haben wir Kameras, da haben wir Spiegel, was auch immer. Wir haben also man gibt Kontrolle auch an den Patienten. Man kann es sehen. Mhm. Und das Dritte ist Thema Kontrolle. Ach so. Das ist was anderes. Also sehen ist, sagen wir mal, eine Frage von Vertrauen. Mhm. Also werde ich da betrogen? Ja, vertrauensbildende Maßnahme. Es stimmt wirklich, was du sagst. Genau. Mhm. Und das Dritte ist eben Thema Kontrolle. Ich kann irgendwie nichts tun. Ich bin so ausgeliefert. Ich liege da, habe den Mund auf und kann mich nicht wehren. Mhm. Dann macht man zum Beispiel ein Zeichen mit den Patienten aus. Okay, sie heben ihre linke Hand. Ich habe zwei Augen. Mein eines Auge ist in ihrem Mund, das andere Auge ist in ihrer Hand. Und sobald ich sehe, dass sich was bewegt, bin ich sofort raus. Mhm. Das testen immer erstmal alle Patienten. Also sie sagen manchmal, ja klar, dann fängt man an zu behandeln. Dann wird das getestet. Also auch wenn der Schmerz noch nicht so schlimm ist, geht die Hand hoch. Ja klar, so mal gucken, ob der das auch so meint oder ob er nur Geschichten erzählt, um losbohren zu dürfen. Und dann erleben die aber natürlich, dass das funktioniert. Und das ist eben auch nicht nur vertrauensbildend, es gibt auch wieder Kontrolle zurück. Mhm. Kannst du sagen, ob es so auch ganz unterschiedliche Patiententypen sind? Also gibt und kann man da vielleicht ableiten, also vielleicht jetzt auch an einen Zuhörer, wie sollte man sich am besten beim Zahnarzt zeigen? Also was ist gut für das Verhältnis zwischen Patient und Zahnarzt? Das kann man auch wieder sicher nicht pauschalieren, aber da man sowieso keine Art von Show durchhält, ist es am sinnvollsten, wirklich offen und ehrlich zu kommunizieren und zu verstehen, dass das Thema Vertrauen auch ein gegenseitiges Thema ist. Also es gibt natürlich muss der Patient dem Arzt vertrauen. Das ist Voraussetzung für alles. Aber es muss auch andersrum gehen. Es muss auch so sein, dass der Arzt dem Patienten vertrauen kann. Und das ist ein Bereich, der natürlich versuchen Ärzte immer sehr professionell zu sein und versuchen das oft wegzudrücken, das Thema. Aber wenn man sich kritisch mit sich selber beschäftigt und seine eigenen Arztseiten mal hinterfragt, dann merkt man, man muss auch dem Patienten vertrauen können bezüglich dessen, was er sagt, bezüglich dessen, wie er auftritt, wie man zusammen interagiert. Es ist ein Zwei-Wege-System, so eine Behandlung. Mhm. Darum, wenn Patienten, also wenn eine Frage ist, wie soll ein Patient denn sich benehmen, wie soll der so sein, dann ist die Antwort sehr ernst gemeint, möglichst authentisch. Kannst du denn eigentlich auch formulieren, wie man als Zahnarzt optimal sein sollte? Also hast du so ein paar Regeln für dich entwickelt, wo du das Gefühl hast, das klappt eigentlich bei den meisten, damit kriegt man ein gutes Verhältnis hergestellt?
Was für viele Patienten wichtig ist, dass sie sich gehört fühlen, dass sie ihre Geschichte zu Ende erzählen können. Als Profi hat man natürlich die Erfahrung und merkt schon in relativ kurzer Zeit, worum es gerade geht, und erlebt da, sagen wir es mal höflich, einige Redundanzen in Berichten, die dann so geliefert werden. Zum Beispiel? Also ja, es tut mir da rechts oben weh, wenn ich was Kaltes trinke. In der Sekunde ist eigentlich für den Profi die Geschichte schon zu Ende. Also ich habe dann alles verstanden. Und dann sage ich meinem Mann noch immer, Mensch, guck mal da oben. Also war das jetzt rechts oder war das jetzt links? Es war auch mal letztlich, da habe ich ein Eis gegessen und hat das wehgetan. Und das war ganz unangenehm. Da dachte ich noch, hört das irgendwann mal auch auf? Dann wollte ich schon anrufen, aber dann war es dann doch wieder weg. Aber dann hat auch, ja, auf jeden Fall, ich will sie jetzt gar nicht so lange aufhalten. Das war aber ganz komisch. Also es gibt dann epische Geschichten. Das muss man zumindest, wie es betriebswirtschaftlich gerade noch geht, ertragen, diese Geschichten, weil es einen gewissen Druck abbaut und weil es dem Patienten eben das Gefühl gibt, dass er das einem voragieren darf, wie dringlich es ist. Genau, und weil der Patient ja auch nicht ermessen kann, welche Informationen sind jetzt zielführend und helfen, genau auf die Lösung zu kommen. Ne? Genau, als Patient meint vielleicht, dass die Geschichte, dann sage ich meinem Mann auch noch, für die Diagnose sehr wichtig ist. Aber nein, ernsthaft, das ist ja in der Regel dem geschuldet, dass Patienten die Dramatik oder die Bedrohlichkeit darstellen wollen, wie es sie wirklich belastet hat. Mhm. Auch wenn ich es beim ersten Mal schon ernst nehme. Mhm. Aber das ist halt zum Beispiel wichtig in der Kommunikation, das zu verstehen, warum wird sowas so erzählt? Was ist die, außer Geltungsbedürfnis, was ist dahinter unter solchen epischen Erzählungen? Wichtig ist zu verstehen, was den Patienten eigentlich bedeutsam ist an der Situation. Was der gerne will für eine Behandlung. Geht es ihm nur um Ästhetik oder vordergründig um Ästhetik, dass man eben nicht sehen soll, dass irgendwas behandelt wurde? Geht es ihm um Funktion? Die Patienten, die wollen einfach nur wieder kauen können. Kompliziert sind die, die sagen, ich will nur wieder kauen können, aber weil sie sich schämen zu sagen, will mich dabei auch richtig gut aussehen. Also man muss quasi herausarbeiten, was sind Motivationen? Sind wirtschaftliche Themen entscheidend? Auch das muss man vollkommen respektieren, dass eben nicht jeder in der Lage ist, sich das zu leisten, was vielleicht medizinisch optimal gewesen ist. Findest du, dass die Kassenmedizin da ausreicht? Die Frage ist immer, was ist der Maßstab? Also reicht sie aus, damit wir alt werden können, dass wir nicht früher sterben, dann reicht sie in der Zahnmedizin sicher aus. Keiner wird früher sterben, weil ihm irgendwelche Zähne fehlen oder weil die Zähne vielleicht nicht optimal behandelt sind, nur mit Amalgam oder Zement statt mit Composite behandelt sind. Also lebensverlängernd ist es nicht. Wenn es um ein gewisses Niveau geht, einen Lebensstandard geht, einen auch biologischen und körperlichen Standard ist, gibt es Grenzen in der Kassenmedizin, wenn es darum geht, eben alle Therapien zu machen, die medizinisch sinnvoll sind, die medizinisch helfen, gibt es ganz starke Grenzen in der Kassenmedizin. Da wäre also Optimierungsbedarf. Oder ein ehrlicher Umgang damit. Also es ist immer einfach zu sagen, die Kassen müssten alles bezahlen. Das ist einfach auch absurd. Mhm. Aber man muss eben sehr ehrlich kommunizieren. Nicht wie es im Moment ist, dass das Gesundheitssystem, Kassen sagen, wir zahlen alles, was notwendig ist, was gut ist. Und Ärzte wissen, das stimmt einfach nicht. Es wird eben nur ein Anteil dessen bezahlt. Also eine ehrliche Kommunikation. Wir haben ein Niveau, das können wir uns leisten als Staat, als Gesellschaft. Das ist okay, damit kann man 100 Jahre alt werden, was die Zähne angeht. Aber wir können eben nicht alles zahlen. Eine Kommunikation wäre schon hilfreich, wenn die ehrlicher wäre. Mhm. Zur Körpersprache? Körpersprache ist ein Bereich, der in der Zahnmedizin deshalb wichtig ist, weil ich ja beim Patienten im Abstand von 0 Zentimetern arbeite. Mhm. Also wenn ich in diesen Intimbereich eindringe, muss ich das vorsichtig tun, muss ich das auch bewusst tun. Also nicht den Patienten hinlegen und dann dabei aufstehen und irgendwie mir Handschuhe anziehen und irgendwas, sondern mich neben dem Patienten aufhalten, ihn langsam zurücklegen, dabei sein. Also ich muss quasi diese Durchdringung von der normalen Kommunikationsabstand in den Intimabstand muss ich bewusst irgendwo begleiten. Mit Patienten reden, auf Augenhöhe, nicht liegend im Stuhl, sondern eben Patienten hinsetzen oder im Idealfall, wir haben zum Beispiel Beratungsplätze in den Zimmern, wo Patienten eben sich hinsetzen können an einem normalen Tisch, an einem normalen Stuhl und reden können mit uns. Einfacher Test, stellen Sie sich vor, Sie müssen Gehaltsverhandlungen machen und müssen sich hinsetzen mit Ihrem Chef und einfach die Füße hochheben, die Füße nicht auf dem Boden haben. Sie fühlen sich sofort unsicher, Sie wollen gerne den Erdkontakt haben. Beim Zahnarzt regelmäßig werden Beratungsgespräche geführt im Behandlungsstuhl. Wie kann sich jemand da irgendwie entspannt informieren und Entscheidungen treffen, wenn ihm der Boden unter den Füßen fehlt?
Das sind so viele Sachen, die eine Rolle spielen und die eben die Kombination von Hochtechnik und Hochpsyche ist, dass es ein spannender Beruf ist. Jetzt ist natürlich, die Zahnärzte sind ja auch schon aus den 70er Jahren ja so, haben den Ruf, ne, immer nur auf dem Golfplatz und ganz reich und immer nur Porsche fahren und sowas. Das ist ja jetzt nicht mehr so und ist die Frage, ob es je so war. Aber wenn, also jetzt ist es definitiv, hat sich doch auch verändert. Trotzdem ist es schon empfehlenswert, dass wenn man eine Versorgung bekommt, dann man schon auch so guckt, wer bietet es günstiger an? Kann man da aber auch auf die Nase fallen? Kannst du da noch was zu sagen? Das ist natürlich ein Riesenthema und ein sehr komplexer Bereich. Dass ich nicht auf dem Golfplatz stehe und Porsche fahre, das kannst du selber am besten beurteilen. Ja. Das ist nicht so. Zahnmedizin ist nicht nur ein Handwerk. Zahnmedizin ist eine ganz komplizierte Mischung aus Medizin, aus Technik, aus Handwerk, aus Psychologie, aus verschiedenen Bereichen. Ein Patient hat keine Chance, und ich meine das keine Chance, und mich als Patient einbegriffen, auch ich habe keine Chance, zu beurteilen, ob das, was der Kollege oder die Kollegin da macht, wirklich das Geld wert ist oder nicht. Man kann als Patient versuchen, von sekundären Merkmalen auf die primären zu schließen. Und heißt, zwar? Ist die Praxis ordentlich, sauber, gut organisiert, freundlich, nimmt sich der Arzt Zeit? Wenn das alles so ist, gibt's Wasser und Musik im Wartezimmer. Dann, wenn das so ist, dann wird auch hoffentlich die Behandlung schon in Ordnung sein. Die andere Seite davon ist, dass eine Krone, ich habe auch Patienten, die kommen zu mir und sagen, wissen Sie, bei Ihnen kostet die Krone so und so viel, ich war mal woanders, da kostet es ein Drittel weniger. Mhm. Eine Krone oder egal welche Behandlung ist nicht ein Fernseher, der ein Typenschild hat, wo man sagt, ich vergleiche jetzt beim einen und beim anderen, was kostet die gleiche Glotze hier und da und nehme dann, wo es billiger ist. Sondern das ist eine ganz individuelle Leistung, wo Faktoren reinspielen, die fast unmöglich zu ermessen sind. Es fängt bei so profanen Dingen an, wie was kann eigentlich die Helferin, die Assistenz, die dabei ist, wie gut assistiert die, wie viel Wasser verschluckt der Patient oder nicht verschluckt der Patient an Stückchen und Brüchen und sonst irgendwas. Und stößt sie immer mit dem Sauger an die Zähne. Und geht weiter, welches Abdruckmaterial verwende ich? Das Abdruckmaterial, das billige, funktioniert auch. Das macht auch Kronen, kommen am Ende raus, nur die halten vielleicht ein bisschen kürzer, weil eben Verzüge drin sind, die sich... Also es ist nicht so genau... Die sich nach Jahren erst bemerken machen, also die Arbeit wird am Ende nicht so genau. Mhm. Das Labor, wie viel Mühe macht sich das? Arbeitet das wirklich in Deutschland wirklich so, dass der Zahnarzt ab und zu mal hinfährt und die Sachen auch angucken kann? Oder wird das dann doch irgendwie heimlich ins Ausland geschickt, in Deutschland nur poliert und dann als deutsch verkauft? Ist das denn schlecht? Also würde das schlecht sein, im Ausland herstellen zu lassen? Meistens sind die Standards nicht die gleichen. Also es gibt durchaus auch gute Arbeiten aus China und aus der Türkei. Aber es schwankt eben. Man weiß nicht als Zahnarzt in Berlin, welcher Techniker in der Türkei gerade die Arbeit für mich gemacht hat. Der kennt mich nicht. Ich kann nicht mit ihm besprechen, wie will ich es gerne haben, was ist mir wichtig. Mhm. Das heißt, es kommen in den Preis einer zahnärztlichen Arbeit so viele Faktoren rein, die von außen nicht ermessbar sind, die aber am Ende einen direkten Einfluss auf die Qualität haben, dass ein Preisvergleich einfach nicht funktioniert. Also mein beliebtestes Beispiel ist, wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, guten Tag, ich will ein Gegenangebot haben für eine Krone, die ich irgendwo anders angeboten bekommen habe. Sage ich, ohne es zu sehen, ich kann es Ihnen für den doppelten Preis machen und für die Hälfte des Preises machen. Dann gucken immer alle ganz entsetzt, was ich da für ein Scharlatan bin, was ich da für ein Fuscher bin. Sage ich, warum? Sie kommen zu mir und sagen mir, guten Tag, was kostet bei Ihnen ein Abendessen? Und ja, wieso, was meinen Sie denn? Ja, was kostet ein Abendessen? Ja, es hängt ja davon ab, was ich essen möchte. Sag ich, sehen Sie. Ja, und nicht mal, also dann, das Beispiel hört immer noch auf, dann hat es auch Grenzen, aber Abendessen ist eben ein Filetsteak vom Wagyu-Rind und es ist auch ein Stück Brot mit Wurst drauf. Ja, und entsprechend, da ist der Preis verständlich, dass es dreifach und das zweifache kostet. Und so ist es eben mit Kronen und anderen Leistungen genauso. Und jetzt ist es ja so, dass die Leute sich nicht nur im Internet über Preise informieren, sondern auch über Behandlungen. Dr. Google, unser lieber Kollege, wie gehst du mit ihm um? Das ist ganz toll. Also nicht, ich gehe damit um, ich finde es ganz toll. Viele Kollegen fühlen sich sehr angegriffen, wenn Patienten schon so mit Vorwissen kommen oder Halbwissen kommen. Wir Ärzte, wir sind manchmal doch kränkbar, nicht? Das habe ich auch schon erlebt. Also, das ist nur, wenn... Herrschaftswissen ist schon noch ein großes Gut, oder? Wenn man mir deswegen falsche Dinge unterstellt, bin ich gekränkt. Aber in der Regel wissen Patienten schon, dass es natürlich nicht das letzte Wort ist, was Google hat. Und wenn man diese Vorinformation nutzt, um gleich auf einem anderen Niveau mit dem Patienten sprechen zu können, um gleich quasi den Teil der Information sich sparen zu können oder verkürzen kann, die erstmal die Grundlagen sind, weil schon Google erklärt hat, dass es eben, wir waren bei Kronen eben, also Kronen aus verschiedenen Materialien gibt, verschiedene Schichten, verschiedene Ausführungen und so weiter, dann können wir gleich über andere Themen sprechen, die
eben Google nicht beantworten kann. Also darum, ich schreibe sogar Patienten teilweise, wenn ich Fachbegriffe benutze oder Substanzen benutze, die Namen nochmal auf den Zettel, sage ich hier, wenn sie wollen, gehen sie nach Hause, googeln das nochmal nach. Knochenaufbaumaterial zum Beispiel, ja. Mhm. Aus Rinderknochen gewonnen, irgendwas, alle machen Augen auf, sind besorgt, BSE und so. Wissen was, hier ist das Material, gucken sie nach, da gab es noch keinen BSE-Fall mit. Also ich versuche damit sehr offensiv umzugehen, weil es eh passiert und es ist völlig sinnlos, mich dagegen zu versperren. Ich versuche das konstruktiv und wieder vertrauensbildend zu nutzen. Die Zuhörer haben viele Fragen gestellt an dich. Interessanterweise viele Zahnarztfragen und noch mehr als an die anderen Arztrichtungen. Das heißt, offensichtlich ist da viel Aufklärungsbedarf. Ich stelle einfach mal ein paar und versuche relativ knackig zu antworten, dass wir viele schaffen. Leute, die auf ganzheitliche Medizin setzen, fragen, ob Zahnwurzelbehandlung oder Ziehen oder Implantat besser ist. Also wenn man da irgendwie Fremdkörper drin hat, ist das ein Problem für unseren Körper? Da ist eben sehr viel Glaubenssache dabei und Leute, die an etwas glauben, haben auch Recht mit dem, was sie glauben. Ich werde da keinem das Recht absprechen, an Dinge zu glauben, die man nicht sehen kann, die man nicht messen kann. Und nicht beweisen, oder ne? Ich bin naturheilkundlich zwar offen, ganzheitlich denkend, aber letztendlich ein Schulmediziner. Mhm. Schulmedizinisch gibt es Gründe, warum man Zähne erhalten sollte und wo man sie auch wurzelbehandelt erhalten sollte. Ich selber habe einen solchen wurzelbehandelten Zahn. Mhm. Schulmedizinisch gibt es aber auch die Erfahrung, dass wurzelbehandelte Zähne durchaus Störfaktoren sind, lokale Reizfaktoren sind, dass das Zahnfleisch leichter in dem Bereich sich entzündet, dass es leichter irgendwie Irritationen da gibt, sei es durch Narbengewebe im Inneren, durch Restbakterien oder durch Dinge, die wir eben nicht verstehen können. Dann darf man heutzutage durchaus auch sagen, ich muss nicht mehr jeden Zahn für ewig erhalten, sondern dann ziehe ich ihn eben raus und dann kann man ein Implantat setzen. Das Ganze als generelle Regel zu machen, sagen, wir ziehen alle wurzelbehandelten Zähne als Störfaktoren, das tue ich nicht, das finde ich auch falsch. Aber es ist wirklich Geschmackssache, wie weit man bereit ist, einen Körper zu belasten durch einen Zahn, der vielleicht auch durch ein Implantat ersetzt werden kann. Ja, dann fasse ich mal ein paar Fragen zusammen, weil viele besorgt sind, sind es giftige Materialien, die den Körper belasten? Werden die in den Körperkreislauf freigesetzt? Wie verhindert man, dass man Dinge einatmet, die eigentlich man vielleicht absaugen könnte? Oder also was gibt's da für Methoden, den Menschen zu schützen? Wie giftig ist Zahnmedizin? Zahnmedizin ist giftig. Es ist leider so. Aber als Naturwissenschaftler glaube ich an einen Summationseffekt. Der Körper toleriert viel, der Körper kann viel aushalten. Und die Frage ist eben, belaste ich ihn in allen Bereichen meines Lebens oder habe ich eben einzelne Bereiche, wo ich ihn belaste? Amalgam ist so eine Diskussion, die seit Jahrzehnten tobt. Man kann sicher Amalgamfüllungen haben, kann man mit denen auch alt werden, kein Problem. Aber wenn man eben an der Verkehrsstraße mit Feinstaub wohnt und mit allen möglichen Strahlungen und Amalgam, irgendwas wird einem am Ende schaden. Irgendwas wird den Körper dann so belasten, dass es eben nicht mehr funktioniert. Alle Kunststoffmaterialien im Mund sind sicher auch giftige Materialien. Aber unser Körper kann einiges tolerieren. Ist auch die Frage, was ist die Alternative dazu? Also wenn ich jetzt nur mit weißem Zement in den Zähnen rumlaufe, der alle paar Jahre rausbricht, alle 3-4 Jahre erneuert werden muss, nach 10, 15 Jahren meine Zähne dann einfach nicht mehr existieren, dann habe ich zwar ganz gesund gelebt, aber habe keine Zähne mehr im Mund. Man muss ja auch immer, man darf nicht nur problematisieren, man muss ja auch die Alternative dazu zeigen. Darum kommt es darauf an, dass man zumindest verantwortlich mit dem Thema umgeht, also so wenig Chemie wie möglich, wenn qualitativ hochwertige Produkte nehmen, qualitativ Sachen, die, soweit man es von außen irgendwie nachvollziehen kann, so nebenwirkungsarm wie möglich sind. Das heißt, es spricht ja auch für Labor des Vertrauens, wo man weiß, was für Materialien genau drin Beispiel, sind. Einfaches Beispiel, ich habe ein Loch im Zahn, ein recht großes Loch. Wenn ich es komplett mit Kunststoff auffülle, habe ich eine große Menge an reagierendem Kunststoffmaterial. Mhm. Reagierend mit dem Körper reagierend, also schlecht reagierend. Genau, also es gibt Chemikalien ab. Gibt einfach Monomere ab, gibt Stoffe ab. Wenn ich dieses Loch aber zu 95% aus einem Keramikblock fülle, der eben inert ist, mit dem passiert nichts. Wird die nächsten 5000 Jahre wird der in deinem Mund einfach so sein. Und mit einer hauchdünnen Kunststoffschicht nur einklebe, dann habe ich nur 5%
dieses toxischen Materials benutzt, ist es noch immer in meinem Mund, aber es ist weniger geworden. Mhm. So was meine ich. Mhm. Also man muss damit umgehen und eben die Alternativen sich überlegen. Und wir alle haben Handys, die sind auch nicht gesund. Und wir alle haben Feinstaub, ist nicht gesund. Und wir alle haben Flugzeugreisen, die uns mit Tönenstrahlung bestrahlen, die ist nicht gesund. Mhm. Und irgendwo in der Balance müssen wir uns dann wohlfühlen. Dann jemand, der in dem Bereich arbeitet, fragt, dürfen Zahnärzte HIV-positive Patienten ablehnen? Und gleich danach, auch passend die Frage von jemand anderem, kann man sich in der Zahnarztpraxis ansteckend mit infektiösen Krankheiten, also mit Viren, Hepatitis, HIV? Also fangen wir mit der letzten Frage an. Man darf sich eigentlich nicht anstecken können. Die Hygieneanforderungen sind so hoch und wenn man sie auch nur einigermaßen einhält, und man soll sie komplett einhalten, aber sogar wenn man sie einigermaßen einhält, ist eigentlich eine Ansteckung ausgeschlossen. Es gibt menschliche Fehler und es gibt immer das, was nicht sein darf. Aber also wenn Viren sterben ja auch ab, ne? Wenn die nicht im Menschen drin sind, dann sind die ja auch nach einer Weile oder ganz schnell sogar auch tot, ne? Darum, also eine Ansteckung sollte ausgeschlossen sein. Zur Ablehnung von HIV-Patienten: Ärzte haben keine Behandlungspflicht. Es obliegt jedem Arzt, also im Notfall ausgenommen, aber in einer Stadt wie Berlin, wo 3000 Zahnärzte sind, ist es also, gibt es ganz selten einen zahnmedizinischen Notfall, der so ist, dass man nicht sagen dürfte, ich will nicht. Wie die Kriterien eines einzelnen Arztes sind, anzunehmen oder abzulehnen, kann ich nicht sagen. Ich natürlich lehne keine HIV-Patienten ab. Ich lehne keine Patienten ab, die irgendwie aus medizinischen Gründen, also wo ich mich einfach unwohl fühlen könnte. Mhm. Ich lehne Patienten ab, weil sie vielleicht so kompliziert sind, dass ich sie nicht behandeln kann. Ich lehne Patienten ab, weil ich einfach menschlich nicht klarkomme, weil das Vertrauensverhältnis und so das Gegenseitige gestört ist. Das wäre ein Grund. Mhm. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Arzt einen Patienten ablehnt, der HIV hat. Das wäre in der Tat unmoralisch und das wäre auch nicht gerechtfertigt, durch nichts gerechtfertigt. Wann sollte man Weisheitszähne entfernen? Die tun manchmal einem Fragenden hier weh, aber ist irgendwie in der Nervnähe. Das heißt, eine Entfernung ist risikobehaftet, der Nerv könnte geschädigt werden. Und dann hat auch jemand berichtet, er hätte irgendwie mehrere Weisheitszähne. Stimmt es, dass es bis zu 8 geben kann? So à la Haifisch? Also 8 Weisheitszähne glaube ich nicht. Ich habe mal einen Zahn Nummer 9 oder Zahn Nummer 10 gesehen. Also der 8er ist der Weisheitszahn. Ja, bis 7 ist normal, 8 ist der Weisheitszahn. Und ich habe einmal bei einem Patienten 9 und 10 gesehen. Einmal in 23 Jahren. Also das gibt es aber eben sehr selten. Weisheitszähne hat man früher sehr leicht rausgenommen. Sobald der irgendwo schief lag, dachte man raus damit. Kassenrichtlinien sagen es teilweise heute auch noch, dass man Weisheitszähne entfernen muss. Fakt ist, man entfernt sie eigentlich nur bei 2 Situationen. Das eine ist, wenn sie wirklich Beschwerden machen, also wenn sie nachhaltig Schmerzen machen, oder wenn sie den Zahn davor wirklich schädigen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Es gibt Situationen, wo die so liegen, dass sie einen Schub auf die davorliegenden Zähne ausüben und dann zu Zahnveränderungen führen, also einfach Schachtelstellung, Schiefstellung der anderen Zähne führen. Dann kann man sie auch entfernen. Wird aber oft feststellen, dass die Zähne sich trotzdem verschachteln und verdrehen, weil es einfach im Mund einen Vorschubtrend der Zähne geht. Die Zähne wandern nach vorne. Im Lauf des Lebens. Genau, im Lauf der Jahre. Ein Alterszeichen. Und darum, also viele haben ihre Weisheitszähne entfernen lassen, dachten, dass die unteren Frontzähne, die verdreht stehen, plötzlich wieder gerade werden oder nicht weiter verdreht stehen. Schlechte Nachrichten, die verdrehen sich trotzdem. Okay. Implantate im Kiefer, könnte es Allergien an der Haut geben? Also echte Titanallergien, das sind meistens Titanimplantate, die man benutzt. Echte Allergien sind extrem selten. Das, was es gibt, sind lokale toxische Reaktionen, die aber an der Haut dann keine Auswirkungen haben. Die sind eben nur ums Implantat rum, so lokale Entzündungsreaktionen. Darum, ich habe weder gelesen noch gehört, dass jemand irgendwelche Hautausschläge hat wegen Titanimplantaten. Das weißt du, im Zweifel du eigentlich eher. Du bist ja uns die Allergologin. Ja, also ich sehe das tatsächlich nicht, aber also ich habe es bisher nicht gesehen, aber es kommen Patienten, die haben Beschwerden im Mund, aber sie wissen nicht woher. Und dann ist es manchmal eine Fragestellung, ob sie gegen ein Metall irgendwie reagieren. Es gibt da wohl allergische Reaktionen, das kann man im Blut nachweisen. Manchmal wohl auch toxische Reaktionen, es gibt Belastungen des Körpers. Aber die Allergischen sind nicht durch Implantate, die Allergischen sind dann vielleicht durch Metalle von Kronen, von Prothesen. Genau, also ich habe es tatsächlich noch nie gesehen in meiner Praxis, aber die Frage wird immer wieder gestellt, deswegen hat sie offensichtlich auch hier jemand sehr beschäftigt, diese Frage. Man kann es übrigens auch testen lassen, man könnte sowohl Allergien testen lassen, als auch diese, sagen wir mal, Tendenz zu lokal toxischer Entzündung. Gibt es Tests für im Labor? LTT-Lymphozyten-Transformationstest. Genau. Ja. Sehr gut. Letzte Frage. Mundwasser, ist das sinnvoll?
Wenn ja, mit oder ohne Alkohol, worauf muss ich achten? Also auch wenn die Industrie gar nicht gerne hört, was ich sage, Mundwasser oder Mundspüllösungen sind nicht sinnvoll als Dauertherapiemittel. Die müssen einen Grund haben, warum man sie verwendet. Ein Grund ist zum Beispiel, wenn man eine Operation gehabt hat und eben einige Bereiche nicht mit der Zahnbürste putzen kann. Das ist ein Grund, mit irgendwas Desinfizierendem hinterher zu spülen. Zahnspangen, die Zahnpflege erschweren, ist ein Grund. Manuelle Ungeschicklichkeit, gebrochener Arm, alte Menschen, das ist ein Grund, warum man vielleicht, wenn es mechanisch nicht mehr ganz so klappt, mit irgendeiner Spüllösung hinterher spült. Der ganz normal geschickte Patient braucht keine Mundspüllösung. Im Gegenteil, dauerhafter Einsatz solcher Lösungen können sogar schädlich sein, weil sie die Zähne verfärben können, weil sie Geschmacksveränderungen machen können. Die Zähne kann man dann nicht wieder entfärben? Welche Farbe kriegen die Zähne? Die kriegen so ein Beigebraun, man kann sie dann wieder entfärben, aber es gibt immer Ritzen, wo die Farbe drin sitzt, die man nicht mehr so richtig rausbekommt. Mhm. Also sollte man sich wirklich gut überlegen. Mundspüllösung oder so ein Mundwasser ist dann eher als so Wohlfühlding. Ich möchte ein Pfefferminzwässerchen da mal gurgeln, bevor ich zu meinem Date gehe. Das kann man machen. Aber es ist genau in diesem Sinne. Es ist eben dann so ein Wässerchen wie so ein Deo oder wie ein Parfüm, was man sich drauf... Tötet man da nicht die lieben Bakterien im Mund irgendwie auch mit ab, wenn man da so Desinfektionslösungen reinschüttet? Was eben darum, wie gesagt, also das Wässerchen vor dem Date ist kein Problem oder eben die 14 Tage nach der Operation ist kein Problem. Der dauerhafte Einsatz, das ist der Grund, der dauerhafte Einsatz, der ist eben deswegen abzuraten, weil die ganze Zeit die Mundflora kaputt gehauen wird. Ja, und die Ursachen haben wir ja vorhin besprochen, ne? Die liegen ja eher in Plack und Rauigkeiten. Das heißt, lieber eine gründliche Reinigung als so ein Duftwasser drüber schütten. Das kann eh keinen Plack wegnehmen. Also es ist auch, wir haben über die Badewanne gesprochen vorhin, dass Zahnoberfläche und Badewannenfläche ähnlich ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast auf deiner Badewanne einen Schmutzrand und du kippst irgendeine Lösung drauf, egal welcher ätzende Reiniger das ist, der Schmutzrand wird da bleiben. Wenn du einen weichen Schwamm nimmst und den weichen Schwamm da lang wischst, ist der Schmutzrand weg. Also die mechanische Reinigung ist eh das A und O, um Plaque zu entfernen. Man kann mit nichts spülen, wo die Plaque sich dadurch auflöst und anschließend der Zahn sauber ist. Das gibt es nicht. Dr. Elio Adler, vielen Dank, lieber Ehemann. Das war ein ganz informatives, tolles Gespräch. Ich habe, obwohl wir schon so lange verheiratet sind, noch ganz viel gelernt. Das war Wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier... Ich bin Frauenärztin geworden, glaube ich, weil ich von Anfang an hatte ich irgendwie so eine Leidenschaft für dieses Fach, weil ich das so faszinierend finde, die Frau so in allen Epochen ihres Lebens zu begleiten. Vom 13-jährigen Mädchen, was ganz verschreckt vor einem sitzt und fragt, wie könnte ich den verhüten, bis zu der 98-jährigen Oma, die mit dem Rollator ankommt. Bis dahin.